Yo guys, Blue Gangster hier mit einem neuen Gin-Tutorial. Als Request von meinen Gin-Fellows, weil sie wissen wollten, was Mix-Ups sind. Hier. 1, 2, 3. Und 1, 2, 4. Das ist kein legit 50-50. Vor allem, weil man das fuzzen kann, genau. Man whifft durch das Ducken den Vierer und kommt aber gleichzeitig schnell wieder in Defense Position, sage ich jetzt mal, um den Dreier zu blocken. Also den hier. Deswegen ist es nicht legit. Dasselbe ist es mit dem hier. Down Forward 1-4. Das NC ist, wenn man es nicht verzögert. Und Down Forward 1-4-4. Man denkt, das wäre legit ein 50-50 sozusagen, weil entweder duckt sich der Gegner, damit er dem hier ausweichen kann. Und wenn er sich duckt, dann macht ihr den hier, damit er ihn frisst. Genau dasselbe Ding. Man hat sogar noch mehr Zeit als bei dem hier. Das heißt, man macht kurz den hier. Wenn man das hier sieht. Und Ende der Geschichte. Dann gibt es noch viele, die sagen wegen Plus Frames, das zeige ich euch jetzt mal kurz. Plus 8. Scheint ja richtig gut zu sein. Hier. Konter. Legit Launch. Ich weiß gar nicht. Ja, selbst wenn der F hier trifft. Also der letzte Schlag ist immer garantiert. Wenn ihr das hier durchgezogen habt, so. Und daher, dass die meisten Leute nicht wissen, dass er garantiert ist, oder denken, dass nachdem ihr der hier kommt. Ja? Die machen da den hier. So, und was ihr dann stattdessen machen könnt. Den hier. So. Den könnt ihr raushauen. Oder wenn der Gegner denkt, ihr geht low, haut ihr einfach den hier raus. Und dann könnt ihr eigentlich dieses Spiel, also es ist ein unendlich Loop, weil ihr erstens für Wake Up dieses Zen-Möglichkeit habt. Dass ihr sagt, okay, ich nutze hier meine Zen-Tools oder ich mache sowas wie Down 1 statt Down 2. Hier. Und da habt ihr ja die Möglichkeit, statt ihn durchzuziehen, ihn zu canceln in einen Crouch Dash. Und jetzt ist die Frage, was macht ihr? Weil das Problem mit Jin ist, er hat kein Vortex. Er hat kein Wave Dash Mix-Up. Was kann man machen, um es ein bisschen schwieriger für den Gegner zu machen? Und zwar kann man Folgendes machen, wenn es bald funktionieren würde. Ein Double Wave Dash. Weil er schon nach dem ersten reagieren will. Er will schon nach dem ersten drücken, realisiert, okay, ihr habt gar nichts gedrückt, ihr habt euch nur bewegt und das allein sorgt schon, sag ich jetzt mal, für die Verwirrung, dass dann euer Healthweep, CD1 oder was ihr sonst auch vorhabt, besser durchkommt, wie wenn ihr das direkt aus dem ersten Cancel macht, weil es einfach zu vorhersehbar ist. Was ich auch gerne mache, ist manchmal den hier, weil ich benutze Healthweep zu oft, deswegen ducken sich die Leute gerne, wenn sie sehen, dass ich in Crouch Dash stehe. Und wenn ich dann schnell genug bin, was durch Vorführeffekt gerade nicht funktionieren will, dann catch ich sie beim Ducken mit meinem FF3 und hab einen Free Launcher. Daher aber, dass er nicht mehr plus 2, sondern 0 ist, ist es gar nicht mehr so ungefährlich. Was ihr noch machen könnt, Rage Drive rauscanceln und dann wieder in Berg 1 ins CD rauszugehen, um zu sehen, wie der Gegner darauf reagiert. Weil ihr ja durch diese zwei Moves hier genug Pushback habt, also genug Range erlangt habt,
dass die meisten Moves, gerade wenn sie nicht nach vorne gehen, also jetzt nicht sowas wie F4, sondern, weiß ich nicht, ihr seht, es geht daneben. Deswegen habt ihr dann die Chance, auf, statt dass der Gegner darauf wartet, was nach eurem Cancel kommt, ihn dazu zu zwingen, irgendwas zu machen und dann je nachdem darauf reagiert. Die Möglichkeit habt ihr auch noch. So, und dann gibt es einen kleinen Tag. Der ist aber nur in Extremsituationen gut. Wenn ihr einen Hellsweep oder ein Hellsweep-Combo mit einem Tailspin macht, hinrennt und die Rageart daneben geht, dann passiert in den meisten Fällen Folgendes. Den würde ich aber, wie gesagt, nur in Extremsituationen benutzen. Forward 4 into Stance, weil man es canceln kann. Man kann einfach im Stance bleiben und hier gucken, so, ich komme mit einer Mid, ich komme mit einem High, ich komme mit einer Low. Okay? Dazu kann man aber rausgehen into Hellsweep, rausgehen into CD1 oder alles andere, was man aus einem Crouch Dash raushauen kann. Deswegen versuchen die meisten euch schon in der Stance rauszuhauen mit einem Down Forward 1, mit einem leichten Poke, mit einem Down 4, weil sie dieses 50-50 erst gar nicht schlucken wollen. Und das müsst ihr sozusagen dann mit Jin erzwingen. Jede Möglichkeit, wo ihr irgendwie in Zen reinkommen könnt, müsst ihr das erzwingen. Das Problem ist, 3-1 into Zen, naja, was gibt's noch, Back 3, das machen sehr viele, weil das Zwischendrin von Back 3 bis zu Forward 3 ist ein High Crush. Um es, wie gesagt, verwirrender zu machen, kann man das wie beim Rage Drive machen, dass man Wave dasht und dann erst rauskommt, anstatt es direkt zu machen. Denn stellen wir uns mal vor, er denkt, es kommt ein Hellsweep und er duckt sich. Dann würde er zwar diesen Hellsweep ducken, aber wenn ich hier mitkommen würde, würde er denken, oh Mist, ich komme doch nicht low, ich schütze mich lieber so, und genau dann trifft der Hellsweep. Das sind Mindgames und die müsst ihr mit den Zen Cancel erzwingen. Das war jetzt zwar etwas übertrieben, aber um euch nur ein Beispiel zu geben, was so in einem Kampf passieren kann, wenn ihr das richtig einsetzt. Warten, bis der Gegner aufsteht. Und ihr habt nochmal einen Free Launch. Aber wenn er auf dem Boden bleibt oder Tag rollt, war's das. Wie gesagt, diese Setups sind vom Gegner abhängig. Vor allem habt ihr es hier besser aus dem Grund, weil euer Gegner auf dem Kopf auf dem Boden landet. Das heißt, der Wake-up für ihn dauert viel länger. Und wenn ihr wisst, da kommt ein Get-Up-Kick, dann könnt ihr den selbst launchen, wenn ihr nicht geparried habt, weil er viel mehr Minus ist als der normale. Devil Jin ist mit seinem Wave Dash Mixup so stark, weil er hat Folgendes. Er hat einen Hellsweep, das ist ein Low. Er hat einen Electric, das ist ein High. Beide sehr stark so. Was macht man dagegen? Man duckt sich. Dann hat man beide Optionen gecovert so. Was soll man jetzt machen, damit es ja ein wirkliches 50-50 wird? Dass man auch etwas bekommt, wenn der Gegner sich duckt. Instant Wild Standing. Das ist ein Wild Standing Move während des Wave Dashes. Weil der Gegner denkt, okay, da kommt ein Hell, vor allem wenn ihr Rage habt, der denkt, da kommt ein Rage Drive oder so. Und ihr macht ein Wild Standing 2. Das gleiche ist es mit Kazuya. Er hat auch ein Health Sweep, er hat auch ein Electric und er hat auch ein Wild Standing 2.
Jin hat das Problem. Er hat dieses Mix-Up aus dem Grund nicht. Weil, wie gesagt, hier Startup 20 bis 21. Startup 14 bis 15. Startup 13. Sehr, sehr langsame Moves. Und die geben euch nicht ein Direct Tailspin oder ein Stun wie Kazuya's Wild Standing 2. Also hier sowas. Deswegen sind Jin's Wave Dash Mix-Up sozusagen schlechter bzw. nicht existent, weil man sie nicht wirklich ausnutzen kann. Aber es gibt eine Situation, wo es funktioniert. Und dafür müsst ihr halt das Instant Wild Standing 1-2 drauf haben. Was ihr hierfür lernen müsst, um es drauf zu haben, weil viele nicht verstehen, wie es funktioniert, ihr müsst Dash into Crouch Dash into Wild Standing 1-2. Dann könnt ihr Folgendes machen. Das ist Nummer 1. Nummer 2, falls der Gegner nicht aufsteht, so, das sind die zwei Möglichkeiten, was auch dann 50-50 sind. Aber wie gesagt, dafür müsst ihr dann Dash into Wave Dash Instant Wild Standing drauf haben. Wenn ihr jetzt reindrückt, nach einem Down 4, dann kriegt ihr entweder sowas oder sowas. Diese zwei Dinger sind möglich. Wenn ihr aber wisst, euer Gegner drückt noch öfter gerne, dann kann Folgendes passieren. Und das ist alles möglich durch sein Up-Forward 2, das ihr gleich seht, weil er da leicht auf Axis geht. Das Ding ist, gegen Jin selbst und Leute, die ein gutes Magic vorhaben, funktioniert das nicht. Wegen folgendem Grund. Und wie gesagt, viele Leute kennen das schon. Deswegen ist es nicht gerade so optimal. Das wäre insgesamt alles, was man Mix-Up oder 50-50-wise mit Jin machen kann. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Scheiße gelabert und ihr konntet euch was irgendwie daraus nehmen und was daraus lernen. Und falls es irgendwie noch mehr Fragen zu anderen Situationen gibt, was das angeht, weil ich diese Dinger hauptsächlich auf Deutsch mache, weil es in Englisch schon genug davon gibt, sagt mir einfach Bescheid. Alright, das war's bis dahin. The Blue Gang says out. Peace, YouTube World.